Rainer Flassbeck war bei Mario Lochner zu Gast und hat dort über die konjunkturelle Lage in Deutschland sowie sein neues Buch Relevante Ökonomik geredet. Und dieses Interview schauen wir uns jetzt zusammen an. Das erste Kapitel trägt den Titel Aufwachen, es ist Rezession. Und naja, das beschreibt die konjunkturelle Lage in Deutschland ziemlich gut. Aber schauen wir mal an, wie Flassbeck das weitergehend begründet. Recherche auf eine Zeile gestoßen von Ihnen, und zwar: Hallo, aufwachen, es ist Rezession. Ja. Warum hört Ihnen keiner zu, beziehungsweise wer schläft denn da Ja, gerade? das frage ich mich auch. Deswegen habe ich das ja so geschrieben auf meiner Seite, Relevante Ökonomik, um das nochmal zu sagen. Ja, es ist wirklich mehr als erstaunlich. Ich habe auch den Artikel angefangen damit, dass ich gesagt habe, seit 50 Jahren mache ich Konjunkturbeobachtung. Das ist keine Übertreibung, seit 50 Jahren wirklich. Und ich habe noch nie erlebt, dass eine Regierung und ja, irgendwie die ganze politische Klasse so ignorant war gegenüber der wirtschaftlichen Entwicklung. Also wir sind, um die Zahl noch mal zu sagen, die wirklich imposant ist. Gestern sind ja ein bisschen bessere Zahlen wieder reingekommen. Auftragseingang ist ein klein bisschen hochgegangen, hat aber gar keine Bedeutung, weil das ein Monat. Wir wissen schon, der Juli ist wieder schlecht, denn Ifo ist runtergegangen und die anderen Umfragen runtergegangen. Also Juli ist wieder schlecht. Wir können davon ausgehen, dass es so weitergeht. Wenn man das alles zusammennimmt, haben wir 2,5 Jahre Rückgang des Auftragseingangs in der deutschen Industrie, im verarbeitenden Gewerbe. Das ist einfach unfassbar. Das ist also wirklich, früher hätte man gesagt, das ist schon keine Rezession mehr, das ist irgendwie Depression oder so. Und das wird irgendwie so hingenommen. Das ist, ja, es wird, übermorgen wird es wieder aufwärts gehen. Ja, aber Auftragseingang, das muss man hier dazu sagen, das schlägt erst mit etwas Verzögerung dann auf die Produktion und damit das BIP durch. Das heißt, den ganzen negativen Effekt, den das hatte, den sehen wir noch nicht. Also es wird wahrscheinlich erstmal noch schlimmer werden, wenn man sich dann die Produktion ansieht. Der Bundeswirtschaftsminister hat jetzt wieder, wo der eine Monat mal aufwärts gegangen ist, schnell freudige Nachrichten verschickt. Jetzt geht's aufwärts. Es ist alles ungeheuerlich. Die Grundbedingungen sind so, und wir beide haben da schon vor mindestens einem Jahr, vor 2 Jahren drüber geredet, wo ich gesagt habe, diese Rezession, es gibt gar kein Ende. Es gibt keine Automatik, dass es sich das irgendwann jetzt, what goes down must go up, heißt der alte Spruch, ne? Was runtergeht, muss irgendwann wieder hochgehen, ist einfach nicht wahr. Es kann immer weiter runtergehen und es geht immer weiter runter und keiner guckt hin. Alle wollen es einfach nicht wahrhaben. Und deswegen, diese Rezession kann noch viel weitergehen. Die Grundbedingungen sind einfach rezessiv und die Grundbedingungen heißen, wir haben eine restriktive Geldpolitik, wir haben zu hohe Zinsen in der gegenwärtigen Situation, können wir gleich ja noch ein bisschen vertiefen. Und wir haben eindeutig restriktive Finanzpolitik. Der Staat spart auf Teufel komm raus, egal wo das jetzt herkommt, ob das aus der Schuldenbremse kommt oder was auch immer, aus der europäischen Schuldenbremse. Linda hatte jetzt gesagt im Interview da am Sonntag, was ich kurz gesehen habe, ja, wir sind ja auch durch die europäische Schuldenbremse gehindert, etwas zu tun. Aber die europäische Schuldenbremse haben ja auch die Deutschen erfunden und die Deutschen beharren darauf, dass sie so bleibt, wie sie ist. Also das ist alles Quatsch. Der Staat ist restriktiv, die Geldpolitik ist restriktiv. So, wo soll jetzt noch was herkommen? Jetzt könnte noch ein klein bisschen von den privaten Haushalten kommen, wenn die Geld ausgeben würden. Die tun es im Moment auch nicht. So, aber das ist doch keine Politik, dass ich darauf warte, dass jetzt irgendwo ein Fünkchen herkommt und dieses Fünkchen dann vielleicht meine Konjunktur belebt und es dann vielleicht wieder ein bisschen aufwärts geht, so 2, 3 Jährchen. Also, es ist völlig absurd. Das Problem ist ja auch, das ist ja jetzt nicht eine Rezession, die jetzt ein paar Quartale ist oder ein paar Tage. Also die Wirtschaft schrumpft, die Nachfrage schrumpft und das sorgt dafür, dass die Produktion des nächsten Jahres noch mal geringer ausfallen wird. Und das führt dazu, dass man noch mehr sparen muss. Und in so einer Lage zu sagen, so, wir machen jetzt Schuldenbremse, wir sparen noch, also noch mal extra viel, das wirkt die Wirtschaft halt noch weiter ab. Also in der Rezession zu sparen, das ist das Dümmste, was man machen kann. Und die Bundesregierung, die betreibt jetzt mittlerweile man kann sagen, spätestens Anfang 2023 eine ziemlich restriktive Sparpolitik. Also 2022 hat sie ja noch ein paar Hilfsprogramme aufgelegt, damit die Wirtschaft nicht allzu sehr abstürzt. Da sind die Energiepreise ja auch besonders stark explodiert. Aber danach hat die Bundesregierung, um sich an die Schuldenbremse zu halten, halt eine völlig absurde Sparpolitik betrieben. Und die Quittung dafür sehen wir. In Deutschland ist das Wachstum europaweit mit am geringsten. Also in Deutschland ist eines der Länder, wo es am schlechtesten aussieht. Sondern wir sind ja noch nicht mal auf dem Vor-Corona-Niveau, wenn man sich das mal anschaut. Also eigentlich kann man sagen, dass die Wirtschaft seit Jahren ja durchhängt. Also Ja. das war ja auch vor der Ampel schon durchaus schwach. Wenn wir jetzt mal annehmen, die Zinsen fallen und
sagen wir, es gäbe keine Schuldenbremse, es wäre jetzt alles ein bisschen expansiver. Wer gibt uns dann die Garantie? Man sagt ja gerne, die Pferde müssen ja auch saufen, wenn man ihnen das Wasser hinstellt. Stimmen da überhaupt die Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel Demografie? Dann diskutieren ja viele darüber, ja, das Bürgergeld ist zu hoch, beziehungsweise für viele lohnt es sich nicht mehr zu arbeiten. Also braucht es da nicht ein bisschen mehr, um das in Gang zu kriegen? Ja, das muss man immer diese Sachen, es wird immer natürlich heftig geklagt über alles Mögliche, weil die Leute einfach diese makroökonomische Konstellation, von der ich gerade geredet habe, nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Die meisten haben keine Ahnung davon und deswegen reden sie über alles Mögliche, über das Bürgergeld und so. Das sind alles Sachen, das sind alles Kinkerlitzchen. Auch das, was die Regierung jetzt als Wachstumspaket auf den Weg bringt, das ist lächerlich, das ist nichts. Das bringt auch keine 0,5% Wachstum, also das ist alles Quatsch. Das hat 100 Mal in der Vergangenheit, in den vergangenen 30 Jahren, hat es solche 50-Punkte-Pakete gegeben oder 100-Punkte-Pakete. Das ist alles Blödsinn. Wenn die Makrokonstellation schlecht ist, das ist auch die Kernaussage meines Buches, wenn die makroökonomische Konstellation schlecht ist, und die ist schlecht und die ändert sich auch nicht so rasch, dann geht es nicht. Aber wenn der Staat natürlich selbst Geld ausgibt, dann ist er ja das Pferd, das säuft. Ne? Also da ist es dann kein Problem. Das ist ja USA. Ne? Der klassische Fall jetzt sind die USA. Die USA geben Geld aus und haben Geld ausgegeben. Jetzt gibt es auch ein bisschen Rezession, können wir auch noch nachher drüber reden. Aber sie haben massiv Geld ausgegeben und unglaublich im Ausmaß, was in Deutschland völlig undenkbar wäre. Und was hatten sie? Sie hatten Aufschwung. Bis zuletzt, bis vor ein paar Monaten hatten sie heftigen Aufschwung. Trotz der relativ restriktiven Geldpolitik hatten sie auch schon. Das heißt, wenn der Staat säuft, selbst säuft, wenn er das Pferd ist, das säuft, dann geht das auch. Und dann werden die anderen saufen dann schon hinterher. Da habe ich überhaupt keine Bedenken. Also es gibt nichts, es gibt jetzt keine Pipi-Maßnahme oder keine Restriktion, die irgendwo so im Mikrobereich liegt wie Bürgergeld so, die verhindert, dass es einen Aufschwung gibt. Das sehe ich überhaupt nicht. Es gibt auch in Deutschland... Ja, das ist völlig albern. Also das sind einige 100 Millionen, die man beim Bürgergeld durch Kürzungen vielleicht einsparen könnte. Und da ist auch die Frage, was das Bundesverfassungsgericht überhaupt erlaubt. Und wenn der Geld einspart, dann hätten die Bürgergeldempfänger ja noch weniger Geld. Okay, würde man ein bisschen Druck auf sie ausüben zu arbeiten, würde Druck auf die Löhne ausüben. Auch das würde zu weniger Nachfrage führen. Auch das würde eher die Rezession... Also tendenziell verstärkt sowas eine Rezession, aber der Effekt ist so minimal, da hat Flassbeck recht, das ist makroökonomisch absolut nicht von Bedeutung. Also, dass wir darüber diskutieren in so einer schweren Wirtschaftskrise, das ist völlig absurd. Also, wir sollten darüber diskutieren, wie wir den Konsum anregen. Und da gäbe es ja Dinge, man könnte die Steuern senken, man könnte die Renten erhöhen. Wären beides konsumtive Ausgaben, beziehungsweise weniger Einnahmen für den Staat, die aber dann in zusätzliche Nachfrage fließen würden und die Wirtschaft beleben würden. Also gerade das Rentenniveau könnte man in Deutschland ja ohne Probleme erhöhen. Das ist ja im europaweiten Vergleich wirklich erbärmlich niedrig. Die Franzosen, die Italiener, alle haben eine höhere Rente als wir, also ein höheres, nicht eine höhere Rente, sondern ein höheres Rentenniveau als wir. Warum gönnen wir Deutschen uns nicht auch ein höheres Rentenniveau und helfen uns damit gleich selber, indem wir dann unsere Konjunktur anregen? Beispielsweise, also man könnte natürlich auch noch Geld für viele andere sinnvolle Sachen ausgeben, aber die Rente wäre das, wo es halt am schnellsten wirken würde. Keine schlechte Wettbewerbsfähigkeit oder so, was die Leute immer sagen, der Herr Lindner auch immer im Mund trägt, schlechte Wettbewerbsfähigkeit. Das stimmt nicht. Deutschland ist immer noch hoch wettbewerbsfähig. Deutschland hat immer noch einen riesen Überschuss in der Leistungsbilanz, immer noch 250 Milliarden. Deutschland hat immer noch die niedrigsten Lohnstückkosten in der Europäischen Währungsunion. Da kann man nicht davon reden, wir sind nicht wettbewerbsfähig. Das ist alles Unsinn. Die Konstellation ist so, dass wir Rezession haben und keiner will es wahrhaben und keiner guckt hin. Und deswegen werden wir noch 2 Jahre Rezession haben, nicht nur 2,5 Jahre, wie ich gesagt habe. Wir haben 2,5 Jahre Rezession und es wird noch weitergehen. Ich will noch mal eins sagen dazu, weil die Leute das immer dann sagen welche, aber das Statistische Bundesamt rechnet doch aus, dass das Bruttoinlandsprodukt immer so 0 ist oder so, jetzt wieder 0,1 und mal plus 0,1, mal minus 0,1. Aber das geht auch schon seit 2,5 Jahren so. Und das, was das Bundesamt rechnet, kann das immer nur sagen, es rechnet, ist keine Statistik. Ne? Es ist eine Rechnung des Statistischen Bundesamtes, die mit Statistik nichts zu tun hat. Und man sieht jetzt gerade letzte Woche, hat das Bundesamt neue Zahlen rausgegeben für die Vergangenheit. Ne? Und man sieht, die Zahlen sind ungeheuer revidiert worden, also in ungeheurer Art und Weise. Da geht es bei einem Quartal plus 0,6 oder minus 0,6 im Vergleich zu dem, was bisher da stand. Ne? Also wenn die minus 0,1 ausrechnen oder plus 0,1, das kann man völlig vergessen, das ist Schall und Rauch. Das kann im halben Jahr kann das plus 0,5 sein oder minus 0,5. Also plus 0,5 kann es nicht sein, aber minus 0,5. Und keiner könnte was dagegen sagen.
Lassen Sie uns das gleich vertiefen. Notenbanken, was die jetzt tun sollen. USA haben Sie schon angesprochen. Auch China ist ja sehr, sehr wichtig. Ganz kurz zu Ihrem Buch natürlich. Grundlagen einer relevanten Ökonomik. Ist ein sehr spannendes Buch, kann ich euch nur empfehlen. Link dazu findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Herr Flassbeck, was ist denn relevante Ökonomik? Was können wir darunter verstehen? Naja, das ist die Art von Volkswirtschaftslehre, die sich mit dem beschäftigt, was ich gerade erzähle, ne? mit der Welt, mit der realen Welt. Dazu muss man wissen, dass das meiste der Volkswirtschaftslehre, das ist eben die irrelevante Ökonomik, sich nicht mit der realen Welt beschäftigt, sondern mit irgendwelchen Modellchen, die so im Himmel irgendwo hängen, mit Gleichgewichtsmodellen, wo immer der Markt schön sich ausgleicht, dann gibt es ein Schöckchen und dann geht es wieder zurück und dann geht es wieder vor und dann geht alles wieder auf das Gleichgewicht. Das ist alles völliger Quatsch. Also ich muss sagen, ich habe leider auch sehr lange dazu gebraucht, auch 50 Jahre, um mich vollständig von der herrschenden Lehre zu emanzipieren. Jetzt bin ich soweit. Und alle Kapitel dieses Buches zeigen und man kann das. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf das Buch. Das ist relativ teuer, da es ein Lehrbuch ist, aber ich glaube, ich werde es mir trotzdem holen. Als vernünftiger Mensch muss man kein Volkswirt sein. Als vernünftig logisch denkender Mensch kann man das nachvollziehen. Es gibt auch wunderbare Empirie in dem Buch, also ganz tolle, aufbereitete Zahlen über die letzten 70, 80 Jahre, die man sonst nirgendwo so findet. Und da kann man nachvollziehen, warum diese herrschende Lehre falsch ist. Es ist eine Kunstlehre. Es ist eine Kunstlehre, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Und deswegen sage ich, wir müssen erst die relevante Ökonomie jetzt entwickeln, nämlich die Ökonomie, die wirklich mit den Dingen zu tun hat, die wir tagtäglich brauchen und über die wir tagtäglich nachdenken sollten, ne? Und das passiert eben nicht. Da sind ja sehr viele Zahlen drin. Also jeder, der Zahlen liebt und vor allem auch, ja, Wirtschaftsgeschichte kann man das, glaube ich, schon nennen. Der wird auf seine Kosten kommen. Was ist denn so ein Punkt, der Sie nochmal richtig überrascht hat, wenn man sich mal die ganzen Zahlenreihen anschaut? Gab es da nochmal so einen Aha-Effekt, wo Sie gesagt haben, wow, das ist ja mal spannend? Ja, das Tollste, es ist viel Spannendes drin, aber das Allerspannendste finde ich, dass wir, das ist vor allem Friederike Spieker, meine langjährige Co-Autorin, die da mitgearbeitet hat, vor allem beim empirischen Teil, dass wir haben eben so eine makroökonomische Konstellation gemacht, die positiv ist oder die negativ ist, also expansiv oder restriktiv, wie ich das am Anfang gesagt habe. Und da geht es vor allem um den Zins und die Wachstumsrate, ne? Das kann man so im Nachhinein sehr gut verfolgen. Und da sieht man eben, dass es bei den Industrieländern 30 Jahre nach 1950 gab es 30 Jahre lang Wachstumsimpulse von der Geldpolitik, weil der Zins niedriger war als die Wachstumsrate. Dann kam die marktwirtschaftliche Revolution unter Kohl, Reagan und Thatcher, ne? Und dann drehte sich das um, dann wurden die makroökonomischen Bedingungen. Beziehungsweise die Zinserhöhungen während der Ölkrisen. Also da hat Flassbeck vor 10 Jahren schon mal so eine Artikelreihe rausgebracht, wo das auch aufgezeigt hat, dass so ab den 70er Jahren in allen Industrieländern die Zinsen mit der ersten Ölkrise und spätestens mit der zweiten Ölkrise die nominalen Zinsen über das nominale Wachstumsniveau angehoben wurden. Und dann je nach Land, für ein paar Jahrzehnte restriktiv blieben und das dann eben zu einem Einbruch der Investitionen geführt hat. Negativ für 30 Jahre, ne? Also aber was haben die dann falsch gemacht konkret? Naja, die haben falsche Geldpolitik gemacht vor allem. Die haben also erstmal gab es die Ölpreisschocks, da wurden sowieso die Zinsen erhöht und dann blieb die ganze Zeit die Geldpolitik restriktiv, weil man ja die Idee hatte und die von der Fiktion lebte, Geld hat ja nichts mit dem Realen zu tun. Ne? Die Geldpolitik kann sozusagen die Inflation direkt beeinflussen, haben wir schon ein paar Mal besprochen, und das hat mit der realen Welt nichts zu tun. Aber das ist völliger Unsinn. Die Geldpolitik hat unmittelbare und starke Wirkungen auf die reale Welt. Und wenn man das betrachtet, dann sieht man, dass es wirklich diese 30-Jahre-Trennung gibt und erst danach hat sich das dann alles wieder ein bisschen normalisiert. Jetzt kommt aber der spannende Punkt. Aber der spannendste Punkt ist, jetzt haben wir versucht, das für Entwicklungsländer zu machen. Mhm. Und da kriegt man keine 50 Jahre zustande oder keine 60, weil es einfach keine Zahlen gibt. Aber auch für 30 Jahre haben wir für die Entwicklungsländer das gemacht. Und da gibt es ein Land, das ist eine wunderschöne Grafik, ein Land gibt es, wo alle Jahre, die wir haben, seit 1990 bis heute, alle Jahre positiv sind, wo also der makroökonomische Impuls von der Geldpolitik immer positiv ist. Welches Land ist das wohl? Ja, verraten Sie es uns. China. China ist das einzige Land der Welt, auch unter den Entwicklungsländern, das eine vernünftige Makropolitik gemacht hat. Das muss man sich mal vorstellen, ne? Das ist doch absolut irre. Sie können Länder angucken in Afrika, in sonst wo.
Überall war absolute Käse. Schlimm ist Brasilien zum Beispiel, weil die ganz viel falsch gemacht haben, immer. Aber China hat es richtig gemacht und die Asiaten. Chinas Wirtschaft, die ist zwischen 1980 und 2020, glaube ich, durchschnittlich 11,6% pro Jahr gewachsen. Also zumindest BIP in konstanten KKP-Dollar, wenn du so rechnest, dann ist das, also dann hatte China über 40 Jahre hinweg zweistellige Wachstumsraten. Das hatte ich mir mal angeschaut. Das ist echt krass. Also das hatte ich ja auch mal in einem Wirtschaftstalk mit Jan besprochen, wo es um die Schocktherapie in China geht. Eigentlich ist dieser, also und darauf haben wir da, glaube ich, auch hingewiesen, ist dieser Erfolg von China nicht nur auf die ausbleibende Schocktherapie zurückzuführen, dass man diese Marktreform langsam durchgeführt hat, sondern auch darauf, dass man danach eine sehr kluge makroökonomische Politik gemacht hat. Also dass China wirklich die monetären Bedingungen so gestellt hat, dass Firmen gut investieren konnten. Insgesamt haben es viel besser gemacht als alle anderen. Das ist eine tolle Erklärung dafür, warum es in Asien so viel besser gelaufen ist in den letzten 30, 40 Jahren als im Rest der Welt. Ne? Weil der Rest der Welt, auch in Afrika, immer Katastrophe ist, weil sie immer viel zu hohe Zinsen haben. Aber China hat jetzt auch gerade Probleme. Jetzt sind wir wieder beim Thema, die Pferde saufen nicht. Die Leute konsumieren da zu wenig. Die sind ja mit einem Bein in der Deflation. Man merkt es auch bei den westlichen Unternehmen, sage ich jetzt mal, amerikanischen, europäischen, dass die in China schwache Ergebnisse haben, ob das jetzt Apple ist oder LVMH oder L'Oreal. Also da sieht man ja dann auch, dass das nicht immer wirken kann, oder? Da gibt es dann auch andere Einflüsse und eine Immobilienkrise haben sie auch. Also das hat dann auch seine Grenzen, oder? Wenn halt gewisse andere Sachen nicht passen. Ja, genau. Es muss schon ein bisschen was dazukommen noch. Ne? Das ist aber die notwendige Bedingung, ist diese monetäre Konstellation. Und dann, was China richtig gemacht hat, ganz lange bis zuletzt, jetzt zuletzt leider nicht mehr, sie haben auch sozusagen Leitlinien für die Lohnentwicklung vorgegeben. Über den Mindestlohn haben sie dafür gesorgt, dass die Einkommen der Menschen mit der Produktivität steigen. Nie zu viel, immer sozusagen richtig, immer nie inflationär, sondern immer in einem richtigen Rahmen. Und das haben sie jetzt völlig aufgegeben. Ich weiß nicht warum, aber das haben sie völlig aufgegeben. Und dadurch scheint es jetzt zu sein, die Daten sind da natürlich auch schwach, scheint es zu sein, dass die Einkommen stagnieren. Und deswegen gibt es keinen Konsum und deswegen läuft das Ganze nicht. Also da hat sich was fundamental geändert. Aber die ganze Phase ist ganz eindeutig starkes Wachstum, getrieben von guten monetären Bedingungen und einem Einkommenswachstum. Das gehört bei mir auch ganz prominent dazu, das immer die Produktivität abdeckt. Chinas Problem ist aber vor allem auch unser Problem, oder? Also China war ja jetzt sehr lange die Wachstumslokomotive. Also wenn die nicht fährt, dann können wir uns wahrscheinlich auch auf den Kopf stellen, oder? Also wir brauchen... Ja, das war so, aber das sollte natürlich nicht so sein. Das war in den 2010er Jahren so, weil von Anfang an Europa nichts gelaufen ist. Ich meine, wir haben ja den großen Block Europa, den vergessen wir immer. Wir leben einerseits von den USA, andererseits von China, aber das ist natürlich verrückt. Wir sind Europa mit 450 Millionen Einwohnern. Wir könnten natürlich selbst was darstellen. Aber Europa ist eben blockiert durch diese falsche Konstellation von Fiskal- und Geldpolitik. Wir haben erst deflationäre Lohnpolitik gehabt in den 2010er Jahren. Dann waren die Zinsen, deswegen waren die Zinsen so niedrig. Als wir dann diesen Schock hatten, gingen die Zinsen hoch. Jetzt haben wir restriktive Geldpolitik und etwas stärker steigende Löhne. Die richtige Kombination haben wir nicht, nämlich niedrige Zinsen und relativ vernünftig steigende Löhne. Jetzt hat die EZB, Frau Schnabel hat das gerade gesagt, schon wieder Angst, die Löhne können durch die Decke gehen. Es ist völliger Quatsch, ne? Was wir jetzt haben, wir sehen, die Inflation ist jetzt sehr niedrig, aber es gibt natürlich noch einige Bereiche, wo sie ein bisschen höher ist, im Dienstleistungsbereich. Ach, da sind sie jetzt furchtbar aufgeregt. Es gibt gar keinen Grund, sich aufzuregen. Es ist völlig klar, die Löhne sind ein bisschen gestiegen. Die sind ja nicht doll gestiegen, aber sie sind um 4-5% mal gestiegen, was ja auch... 4-5% gestiegen, nachdem sie 20 Jahre lang viel zu langsam gestiegen sind, beziehungsweise sogar gesunken sind in einigen Jahren. Also das muss man dazu sagen. Also diese ganz kleine Gegenbewegung, die löst bei der EZB jetzt schon Panik aus. Völlig angemessen war. Es geht auch jetzt schon wieder zurück. Die Lohnzuwächse gehen schon wieder deutlich zurück. Und deswegen hat man natürlich jetzt im Dienstleistungsbereich ein bisschen höhere Preise und die werden noch durchgegeben ein paar Monate lang und dann ist es auch vorbei. Aber man sieht, das ist eben die irrelevante Ökonomik, was sie da in der EZB treiben. Die haben mich auch wunderschöne Gleichgewichtsmodellchen, mit denen sie arbeiten. Und diese Gleichgewichtsmodellchen sagen ihnen, jetzt muss am Arbeitsmarkt ein fundamentales Ungleichgewicht irgendwo sein. Frau Schnabel redet immer davon, es gäbe jetzt die große Arbeitskräfteknappheit, die dafür sorgt, dass die Löhne in Europa durch die Decke gehen.
Wir haben 6,5% Arbeitslosigkeit in Europa. Es gibt überhaupt in Deutschland steigt die Arbeitslosigkeit von Monat zu Monat um 20.000 Menschen. Wir sind jetzt auch schon bei 6%. Also es ist überhaupt nicht der Rede davon, dass wir hier Vollbeschäftigung hätten oder wirkliche Arbeitskräfteknappheit. Gibt vielleicht einige Bereiche, wo es ein paar Arbeitskräfte nicht sofort verfügbar sind, aber das hat mit genereller Arbeitskräfteknappheit und Lohn... Ein Notenbanker in den USA oder in Japan, also auch in anderen westlichen Ländern, der so daherreden würde wie Isabel Schnabel hier, 6,5% Arbeitslosigkeit, das ist ja viel, viel zu, das ist viel, viel zu niedrig. Wir brauchen mehr Arbeitslosigkeit, denn sonst haben wir eine große Arbeitskräfteknappheit. Der wäre weg vom Fenster. Also da gelten 6,5% als hohe Arbeitslosigkeit. Hier in Europa sind wir vollkommen zufrieden damit, weil wir die letzten 25 Jahre ja eine höhere Arbeitslosigkeit hatten. Also was ja auch die Folge einer zu restriktiven Geldpolitik und einer zu restriktiven Fiskalpolitik war. Explosionen überhaupt nichts zu tun. Daran sieht man eben, die haben eine völlig falsche Diagnose. Das sind Kunstwelten. Die haben dort 250 Volkswirte sitzen, die den ganzen Tag nichts machen, als diese Modellchen durchspielen und herausfinden, ach, da ist noch eine große Gefahr und da könnte noch sein, statt auf die Welt zu gucken und versuchen zu erklären, was in dieser Welt passiert. Dann kann man eigentlich sagen, Ökonomen sind schädlicher, als sie nützlich sind. Das kann man durchweg sagen, ja. Ja, also das, wenn man das jetzt so... Wenn Sie anschauen, was im Rest der Welt, der unheimlich wichtig für uns ist, auch in Afrika oder sonst wo, wegen Migration schon oder so, was wir da anrichten in Sachen falsche makroökonomische Beratung, der IWF, vor allem der Internationale Währungsfonds, das ist ungeheuerlich. Das kann sich kein normaler Mensch vorstellen. Ich habe mich gerade intensiv mit Nigeria befasst, weil ich da auch so eine Serie mache, so eine Videoserie mit einer euroafrikanischen Gruppe. Stimmt, da haben wir auch schon drauf reagiert. Das war auch interessant. Also Nigeria ist ein gutes Beispiel. Die haben auch völlig falsche makroökonomische Bedingungen und der Wechselkurs der Währung, der schwankt wirklich wild hin und her. Und da fällt man um. Das glaubt man nicht. Da wird eine neue Währung eingeführt. Und der IWF sagt, jetzt müsst ihr diese Währung schön dem Markt überlassen. Ach, Zimbabwe führt eine neue Währung ein, die goldgedeckt ist. Goldgedeckt gibt es überhaupt nie auf dieser Welt. Goldgedeckte Währung gab es noch nie in Wirklichkeit. Es gab immer nur symbolisch mal Gold. Aber Was kapitalistische Währung angeht, Fiatgeld, Pfund, Dollar, da hat Flassbeck recht. Aber es gab ja in der vormodernen Zeit durchaus Währungen, die wirklich aus Gold bestanden, die dadurch Gold gedeckt waren. Aber wenn wir uns den US-Dollar oder das britische Pfund ansehen, da wurde die Geldmenge immer stärker ausgeweitet als die Goldmenge. Das heißt, diese Golddeckung, die war immer eine Illusion. Und sobald man mal einen großen Krieg finanzieren musste, war diese Illusion auch wieder weg vom Fenster. Also man hat quasi diese Illusion in normalen Zeiten aufrechterhalten. Und wenn man dann wirklich Geld ausgeben musste, hat man gesagt, okay, Golddeckung interessiert uns nicht mehr. Jeder Goldstandard im Kapitalismus ist in der kürzester Zeit gescheitert. Der letzte Versuch, sowas zu machen, war Bretton Woods. Und da ist der Goldstandard sogar 2 Jahre gescheitert, bevor Bretton Woods zusammengebrochen ist. Also der Nixon-Schock war 71, Bretton Woods ist 73 zusammengebrochen. Also das funktioniert einfach nicht. Aber was Flassbeck hier meint mit goldgedeckte Währung, hat es nie gegeben, hat es nie in kapitalistischen Wirtschaft gegeben. In einer Wirtschaft, die ständig wächst, in einer Wirtschaft, die ständig sich ausweitende Investitionen braucht, da kannst du die Geldmenge nicht begrenzen. Da brauchst du ein ständiges Wachstum der Geldmenge, um neue Kredite zu vergeben, um neue Investitionen zu ermöglichen. Also jedes moderne Geldsystem ist ein Fiat-Geldsystem und anders geht es nicht. Wie gesagt, es gab vormoderne Währungen, da ging das, da hatte man keine wachsende Wirtschaft, da hatte man eine statische Wirtschaft, da kann man sowas machen. Also, keine Ahnung, im Römischen Reich beispielsweise oder ja, allen möglichen vormodernen Staaten. Da gab es jetzt zig goldgedeckte Währungen. Also, aber mit dem Zeitpunkt, wo moderne Fiat-Währungen entstanden sind, also in Großbritannien, wurde die Bank of England 1695 gegründet und nach ist dann da so ein modernes Geldsystem entstanden, wo Geld durch Kreditgeldschöpfung bei Privatbanken entstehen kann.
Warum gab es das noch nie? Es gab ja schon einen Goldstandard. Immer nur, irgendwo hat ein Brocken Gold gelegen, aber das hatte mit der Währung nichts zu tun. Und das war auch nie die Deckung. Es wurde ja nie irgendwo ausgezahlt. Gut, gut, irgendwann ist ja auch aufgefallen, dass dann das Geld nicht genug Gold da ist. Also das, nein, das war ja gar nicht genug. Das ist aufgefallen. Irgendwann wollten die Franzosen für die Dollar, die sie haben, Gold haben. Und da haben die USA gesagt, nö, also das Gold kriegt man nicht. Also, wir heben jetzt einfach die Golddeckung auf. So einfach war es. Und so einfach ist es bei jedem Goldstandard. Zumindest im modernen Geldsystem. Wie gesagt, vormoderne Geldsysteme, wo das Geld direkt aus Gold bestand. Da mag das anders gewesen sein, aber bei diesem Geldsystem gab es eben keine wachsende Wirtschaft, keine große Investitionstätigkeit. Da wurde auch alles sofort verzerrt. Also Wirtschaft war auf Substanzwirtschaft aufgebaut. Also die meisten Leute haben sowieso nur für sich selber produziert und sehr geringe Überschüsse. Also das ist ja mit modernen Wirtschaften, was Flossbeck hier meint, nicht vergleichbar. Gold da sein. Wo soll das Gold herkommen? In einer wachsenden Weltwirtschaft kann niemals genug Gold da sein. Das ist verrückt zu glauben, man könne mit Gold eine Währung decken. Das ist, wir können mit uns selbst, mit unserem Verstand müssen wir die Währung decken. Darum geht es. Ne? Steht auch in dem Buch übrigens. Aber nicht, nicht mit Gold. Und zurück zu Simbabwe. Simbabwe führt eine neue Währung ein. Und was sagt der Internationale Währungsfonds? Ach, es ist ganz einfach, ich müsste es jetzt dem Markt überlassen. Der Markt wird dann schon den richtigen Preisfindung betreiben und dann wird man eine vernünftige, gleichgewichtige Lösung finden. Das ist so ein Unsinn. Ne? Es hat die größten Schwankungen, die absurdesten Schwankungen, hat es mit Währungen von Entwicklungsländern gegeben in der Vergangenheit, durch Spekulationen mit Währungen. Und die schreiben einfach hin, überlasst es jetzt mal dem Markt, dann wird es schon alles gut. Irre. Diese Spekulationen funktionieren wie folgt. Spekulanten nehmen Kredit in einer Währung mit niedrigen Zinsen auf, beispielsweise dem japanischen Yen, und investieren das dann in einer Währung, beziehungsweise in kurzlaufenden Anleihen in einer Währung mit deutlich höheren Zinsen, beispielsweise Simbabwe, Nigeria, Südafrika, sprich Entwicklungsländer, die dann darunter enorm zu leiden haben, oder auch in Schwellenländern mit sehr, sehr hohen Zinsen. Das verzerrt die Wechselkurse systematisch und sorgt dafür, dass die Währungen von Schwellen- und Entwicklungsländern zu stark sind. Und die Währungen von Niedrigzinsländern, von Industrieländern hauptsächlich zu schwach sind. Also die japanische Währung, der Yen, der ist schon seit einiger Zeit zu schwach. Der ist in letzter Zeit sogar nochmal deutlich abgewertet, weil in Japan halt die Zinsen so niedrig sind und ganz viele Carry Trader da aufspringen und sagen, ja, nehmen wir ganz viele Kredite auf und dann spekulieren wir damit jetzt. Also das ist für die Japaner ziemlich gut. Die machen da jetzt, die erleben enormen Exportboom, die erleben Wachstum ihrer Wirtschaft. Das ist für die anderen Länder, die dann eine Deindustrialisierung erleben, die erleben, wie ihre Exportindustrie an Konkurrenzfähigkeit verliert. Für die ist das schlecht. Und die sehen dann auch ihre Auslandsschulden immer weiter wachsen, weil sie selber exportieren weniger. Dafür hat ihre Währung aufgewertet. Jetzt importieren sie mehr. Das heißt, sie machen Defizite im Außenhandel. Zuerst in der Handelsbilanz, dann in der Leistungsbilanz und langfristig wachsen dann die Schulden immer weiter und irgendwann können sie die Schulden nicht mehr bezahlen. Das führt zu Finanzkrisen. Ja. Deswegen sollten Währungsmärkte eigentlich zum Ausgleich der Leistungsbilanzen führen. Eigentlich sollten die Länder zumindest annähernd ausgeglichene Leistungsbilanzen haben im Großen und Ganzen, aber das sehen wir nicht. Wir sehen, dass einige Länder über Jahrzehnte hinweg Leistungsbilanzdefizite haben und andere über Jahrzehnte hinweg Leistungsbilanzüberschüsse. Das zeigt eigentlich, wie dysfunktional diese Märkte sind, dass diese Märkte nur den Profitinteressen von Spekulanten dienen, aber nicht den Wirtschaften der Länder, die ihre Währung da eigentlich am Markt anbieten. Ich meine, es gab ja früher mit Bretton Woods ein anderes System, da waren die Wechselkurse fest und da gab es solche Spekulationen nicht. Kommen wir kurz nochmal zur Notenbank. Also die EZB ist ja zumindest, die haben ja zumindest schon mal angefangen, die Zinsen zu senken. Jetzt ist ja gerade die große Spekulation, was wird die amerikanische Notenbank machen? Und viele machen sich Sorgen. Sie haben auch schon gesagt, die USA sind schon leicht in der Rezession vielleicht. Und viele sagen ja immer, ja, die Fed hat das im Blick und wird dann schon rechtzeitig reagieren. Sie trauen es der Fed anscheinend auch nicht zu, wenn sie es der EZB nicht zutrauen. Also wird das jetzt eine Rezession in den USA oder ist das schon eine? Hat die Fed das jetzt schon verschlafen, die Zinsen zu senken? Ja, das kann sein, dass sie das. Aber ich sehe es in den USA nicht so dramatisch, weil was wir in den USA haben, ist relativ einfach zu verstehen auch. Das ist das Auslaufen extremer, expansiver Impulse durch die Finanzpolitik. Ne? Wenn der Staat, wie er das in einem Jahr, 21, 22, 23 getan hat, irre viel Geld ausgibt, irgendwann stoppt er das ja mal. Er gibt nicht immer gleich viel zusätzliches Geld aus. Ne? Und das ist jetzt passiert.
Und dadurch gibt es einen sozusagen natürlichen Bremseffekt auf die Wirtschaft. Das halte ich noch für völlig normal. Das hätte die Geldpolitik, wenn sie ganz klug gewesen wäre, jetzt ein bisschen abfangen können. Aber sie haben auch zu viel Angst gehabt davor, dass die Löhne durch die Decke gehen oder sowas, was auch dort nicht der Fall ist. Und jetzt sind sie ein bisschen spät. Jetzt sind sie etwas spät und jetzt kann es tatsächlich sein, dass wir in eine rezessive Phase kommen. Wobei ich die nicht allzu dramatisch ansehe. Also die Börsen übertreiben ja immer. Und was wir an Börsen sehen, darf man jetzt nicht für 1:1 übertragen. Ich sehe es nicht allzu. Naja, also die Börsenkurse in den USA, die sind schon seit Jahren sehr, sehr hoch bewertet im historischen Vergleich. Und ja, sie haben jetzt nach oben übertrieben. Da kann es eben auch sein, dass sie nach unten übertreiben. Und aktuell, wie stark sind die Kurse gesunken? Vielleicht um 10%, dann sind sie wieder um 5% gestiegen. Also das bewegt sich ja absolut im Rahmen normaler Schwankungen. Das Besondere war jetzt, dass es an wenigen Tagen so stark gefallen ist und das für ein bisschen Chaos gesorgt hat, aber ja, wenn man sich einfach nur den Kursverlust, der unterm Strich dabei rausgekommen ist, anschaut, ja, dann sind die Kursgewinne von ein paar Wochen eliminiert worden. Das ist jetzt nicht der große Crash. So dramatisch an. Die Zinsen können von der Fed relativ schnell gesenkt werden. Die Fed, muss man immer bedenken, hat ein völlig anderes Mandat als die EZB. Ne? Mhm. Die Fed hat das Mandat, die Beschäftigung hochzuhalten. Also, und dann erst die Preisstabilität. Es steht tatsächlich in dieser Reihenfolge im Gesetz. Also erstmal hohe Beschäftigungsstand und dann Preisstabilität. Die Preise sind jetzt auch ziemlich normalisiert in den USA. Also ich nehme an, die Fed wird jetzt doch, wenn die Zeichen sich verhärten, wird die Fed sehr schnell runtergehen und dann die EZB vermutlich doch noch überholen. Trotzdem, China schwächelt, Europa schwächelt, Deutschland sowieso und die USA bremsen zumindest mal ab. Also dann haben wir noch viel Protektionismus. Wir müssen gerne über Trump und die Wahl reden. Droht da, wenn es schief geht, eine satte Weltwirtschaftskrise? Ja, das kann natürlich droht. Die droht, aber vor allem die Krise droht zunächst mal wieder Europa. Weil Europa hat ja, was haben wir jetzt in Europa für Impulse? Ne? Da müssen wir ja drauf schauen. Europa gibt es von der Geldpolitik restriktive Impulse, da ist also nichts negativ. Und der Staat macht auch negative Impulse. Jetzt wird Frankreich und Italien werden aufgefordert, das bisschen Expansion, was sie gemacht haben, zurückzufahren. Es gibt ja ein Verfahren gegen Frankreich. Völlig wahnsinnige Selbstamputation. Also das ist die Politik der Kommission von der Leyen und zur Belohnung wurde sie nochmal wieder gewählt. Also ja, vielleicht geht diese Kommission dann nochmal als der Totengräber Europas ein. Also es läuft sowieso schon nicht gut, weil der Wirtschaftskrieg gegen Russland nicht gut läuft. Weil man aus der Corona-Zeit nicht gut rausgekommen ist. Jetzt sagen Frankreich und Italien, okay, dann versuchen wir jetzt wenigstens unsere Wirtschaft ein bisschen in Schwung zu bringen. Wir geben ordentlich Geld aus. Und jetzt hält die EU-Kommission die Hand an die Speichen und sagt, nee, ihr dürft kein Geld ausgeben. Also das geht ja gar nicht. Und die Wirtschaft in Italien, die ist die letzten Jahre wirklich stark gewachsen, weil Italien sich jetzt endlich mal richtig verschuldet hat. Italien war jahrzehntelang Musterschüler, hat immer Primärüberschüsse gemacht. Die Verschuldung in Relation zum Bruttoinlandsprodukt ist trotzdem immer weiter gewachsen. Einfach, weil du, wenn die Unternehmen und die Haushalte sparen, als Staat auch nicht keine Schulden abbauen kannst. Denn wenn alle versuchen zu sparen, dann schrumpft die Wirtschaft, beziehungsweise sie wächst nicht relevant. Und das ist in Italien passiert. In Italien ist die Wirtschaft 20 Jahre lang nicht gewachsen. Jetzt hat der Staat sich mal ein paar Jahre verschuldet durch Corona, durch den Wirtschaftskrieg gegen Russland, waren die Schuldenregeln ausgesetzt und jetzt wächst die italienische Wirtschaft mal ordentlich. Jetzt sagt die EU-Kommission, okay, diese Politik, die war erfolgreich, aber jetzt beenden wir das trotzdem mal wieder, denn wir haben hier diese tollen Regeln, die wir unbedingt durchsetzen müssen, die zwar völlig unrealistisch sind, an die sich keiner hält, also fast kein Land erfüllt beispielsweise die 60% Defizitmarke, aber Frankreich und Italien, die nehmen wir jetzt mal härter an die Kandare. Frankreich und Italien von der Kommission und ein paar andere Länder, aber vor allem Frankreich und Italien, das dazu führen soll, dass die Defizite runtergefahren werden, aber ohne Rücksicht auf die konjunkturelle Situation. Wenn das tatsächlich passiert und der deutsche Staat auch so weitermacht, dann kommen wir in eine Krise, aber eine große europäische Krise, vor allem weniger eine globale Krise. Ich glaube, die anderen werden sich schon bemühen, das wieder schnell abzufangen. Es gibt ja keine Inflationsgefahr auf der Welt, die irgendwie ernst genommen werden müsste. Also wird man massiv dagegen halten. Nur in Europa, wir haben uns selbst blockiert, wegen Schuldenbremse und europäischem Schuldenpakt. Wir können gar nicht dagegen halten und das ist völlig verrückt. Das ist völlig verrückt. Dann zu hoffen, mit Klein- und Kleinstmaßnahmen wie diesem Wachstumspaketchen da, könne man die Wirtschaft stabilisieren oder umkehren oder sogar auf einen Wachstumspfad bringen, ist völlig, völlig absurd. Es ist vollkommen absurd.
Also Europa der große Verlierer. Ja, Europa wird hinten runterfallen und Europa wird dabei vielleicht sogar auseinanderbrechen. Das ist der immer noch der große Knackpunkt. Wenn Deutschland nicht begreift, dass diese Schuldenregeln nicht funktionieren, ich habe es ja auch bei, wir beide haben es ja auch 100-mal erklärt, ich will es nicht nochmal sagen, dass man ein anderes Verständnis von Schulden und Sparen haben muss. Wenn das nicht Deutschland nicht begreift und auch auf Europa überträgt, wird es früher oder später knallen. Es muss knallen. Es muss sogar ganz gewaltig knallen. Und das ist dann das Ende von Europa als Erfolgsgeschichte. Und das wird dann ganz bitter für die Europäer insgesamt. Ne? Kommen wir kurz zur Inflation. Das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr ausführen, dass die im Griff ist, wenn wir auf die Zahlen schauen. Jetzt stellt sich aber eine andere Frage, und zwar vor kurzem auf meinem Kanal Streitgespräch zwischen Dr. Andreas Beck und Dr. Markus Krall. Da hat Markus Krall, der ja lange vor heftiger Inflation gewarnt hat, hat gesagt, dass er jetzt sogar eher mit einer Deflation bald rechnet. Droht uns das auch? Also das ist ja immer die Frage. Also Inflation war ja lange das Problem. Kann sich das sogar, schwaches Wachstum, wenig Nachfrage wie in China, kann uns das auch drohen? Und wäre das vielleicht sogar noch eine größere Gefahr? Ja, ich nehme an, Krall leitet das wieder aus irgendeiner Geldmenge ab. Das sind ja diese Geldmengen-Theoretiker. Der hat. Jetzt hat es nicht bei der Inflation funktioniert. Also 20 Jahre nicht funktioniert, 30 Jahre muss man mittlerweile sagen. Also die Geldmenge, die wird ja schon seit den 80ern, seit den 90ern in meisten Industrieländern wesentlich stärker ausgeweitet als das Wirtschaftswachstum. Und trotzdem ist die große Inflation nicht gekommen. Jetzt schrumpft die Geldmenge, jetzt probiert man es mal auf der anderen Seite mit Deflation. Also wenn so keine Inflation entstanden ist, dann wird man damit jetzt wenigstens Deflation voraussagen können. Prognose wird auch nicht funktionieren. Also aktuell, die Löhne sind, wie gesagt, ein bisschen stärker gestiegen als in den letzten Jahrzehnten. Das heißt, eine Deflation steht uns auch nicht ins Haus. Wenn wir jetzt eine Rezession bekommen, das Druck auf die Löhne ausübt, die Arbeitslosigkeit weiter steigt, okay, dann gibt es deflationäre Tendenzen. Aber bisher sieht es nur so aus, als wäre das eine normale Rezession. Also bisher sieht es nicht so aus, als würden wir dazu noch Deflation und sich das komplette Paket bekommen, da die Löhne noch gestiegen sind. Also wenn die Löhne steigen, dann steigen die Kosten der Unternehmen. Das heißt, die Unternehmen können ihre Preise nicht so einfach senken. Beziehungsweise es gibt noch eine gewisse Nachfrage, die immer weiter steigt. Also Deflation droht wirklich, also dauerhafte Deflation, jetzt nicht vorübergeht, sondern wirklich dauerhaft droht erst, wenn die Löhne beginnen zu sinken. Dann droht Deflation. Die Inflation aus der Geldmenge abgeleitet und jetzt ist die Geldmenge, ich weiß gar nicht, ich gucke gar nicht auf die Geldmengen, weil es irrelevant ist. Aber irgendeine Geldmenge ist gefallen und daraus leiten Sie jetzt ab, dass es Deflation geben könnte. Aber das ist stimmt genauso. Aber die Preise fallen ja auch. Sie haben ja auch immer darauf verwiesen, dass die Erzeugerpreise auch schon länger deflationär sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir auf dem Weg in eine Deflation wären. Wir sehen ja, die Erzeugerpreise haben sich jetzt stabilisiert. Die Verbraucherpreise haben sich auf einem leicht steigenden Niveau stabilisiert. Also Erzeugerpreise bei null, aber die Verbraucherpreise ein bisschen höher. Es spricht jetzt nicht für eine Deflation. Wir haben immer noch steigende Löhne. Also Deflation, auch das kann man in dem Buch sehr schön nachlesen. Deflation, richtig gefährliche Deflation gibt es dann, wenn man anfängt, die Löhne absolut zu senken. Ne? Die Weltwirtschaftskrise, wenn ich das mal einschieben darf, die Weltwirtschaftskrise ist in meinen Augen bisher vollkommen unverstanden, weil man den Effekt fallender Löhne, ich kann das nachweisen, wir haben das mühsam statistisch eruiert und tatsächlich gute Zahlen gefunden für fast alle wichtigen Länder. Die Löhne sind absolut gefallen in der großen Depression und das hat den großen Schub nach unten gegeben. Weil wenn die Leute weniger Einkommen haben, kaufen sie sofort weniger. Ne? Da gibt es keine stabilisierenden Effekte vom Arbeitsmarkt oder so, ist alles Quatsch. Wenn die Löhne runtergehen, geht die Kaufkraft weg und die Nachfrage bricht ein und die Arbeitslosigkeit geht hoch. Und das kann man wunderbar nachvollziehen für die große Depression, ist aber bisher in keinem Buch über die große Depression habe ich irgendetwas Ähnliches gefunden. Gut, aber das nur, also da passiert jetzt nichts. Die Löhne steigen in den großen europäischen Ländern vernünftig. Ich habe es auch, glaube ich, schon mal erwähnt, in osteuropäischen Ländern haben wir sogar viel zu stark steigende Löhne in einigen Ländern. Also da geht es durch die Decke in Kroatien und Bulgarien und auch in den baltischen Ländern. Die Länder, die sogar in der Eurozone sind oder Bulgarien hat einen festen Wechselkurs zum Euro. Also das ist sehr gefährlich, weil diese Länder verlieren massiv an Wettbewerbsfähigkeit. Aber Deflation ist da nicht zu sehen. Das ist kein Deflationsszenario, sondern es ist ein langsames vor sich hin siechen eher. So ein Stagnationsszenario, wie wir es jetzt schon über 2 Jahre haben. Sie haben vorhin gesagt, wenn man USA vergleicht, die Entwicklung des Einkommens, des BIP, USA und Deutschland, da fällt man um. Ne? Die USA sind nach Corona davongezogen.
und in Deutschland ist nichts. Europa ist noch ein bisschen besser, aber Deutschland ist gar nichts. Und das ist die eigentliche Katastrophe. Und das machen wir uns nichts vor. Ich fürchte, es gibt einfach zu viele Leute in Berlin, die glauben, ach ja, das sei ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Das sei ja nicht so schlecht, weil das fürs Klima ja ganz gut ist, wenn Deutschland nicht wächst. Das ist, ich kann es nochmal sagen, vollkommener Unsinn. Das hat mit dem Klima gar nichts zu tun. Die weltwirtschaftliche CO2-Emission steigt völlig, völlig unbeeindruckt von dem, was Deutschland tut seit über 20 Jahren. Da sind eben ganz andere Mechanismen gefragt. Auch über die haben wir schon mal gesprochen. Will ich jetzt auch nicht wiederholen. Aber diese Haltung, ja. Wachstum ist eigentlich schlecht, die ist ganz von übel. Was wir brauchen, um nur einen Satz zu sagen, wenn wir Klimawandel bekämpfen wollen, brauchen wir Strukturwandel. Wir brauchen massiven Strukturwandel, angeregt durch steigende Preise für fossile Rohstoffe, aber kein Nullwachstum. Dann brauchen wir trotzdem dynamische wirtschaftliche Entwicklung. Wir brauchen Investitionen. Und die kriegt man nur, wenn man eine dynamische wirtschaftliche Entwicklung hat. Also zu hoffen, jetzt wir können jetzt ein bisschen Nullwachstum machen und dann wäre alles gut. Ne? Der Habeck hat ja auch schon mal gesagt, ach, die energieintensiven Sektoren in Deutschland wachsen jetzt nicht mehr. Das sei doch schön. Jetzt müsste nur alles andere noch wachsen. Dann wäre es gut. Aber das tut ihm leider den Gefallen nicht. Ne? Da bin ich auf einen schönen Satz von Ihnen gestoßen. Grüne abgestürzt, das ist eine Chance für vernünftige und global ausgerichtete. Dazu kommen wir gleich. Aber Patrick Reichen hat ja explizit gesagt, dann sollen sie doch gehen zur energieintensiven Industrie, die abgehauen ist. Also das ist Habecks ehemaliger Untergebener, der nach einer Affäre gehen musste. Also das ist tatsächlich dieses Mindset, was man da im grün geführten Wirtschaftsministerium hat. Ja, energieintensive Industrie ist ja eigentlich nur klimaschädlich und wenn die nicht wächst, ist ja auch nicht so schlimm. Also, und wenn sie aus Deutschland abziehen, ja meine Güte, wofür braucht man Industrie? Also das scheint da mehr oder weniger die Denke zu sein. Gerichtete Klimapolitik. Also die Grünen haben sie auch gefressen. Das hat man ja gerade schon, etwas gemerkt. Ja, gefressen ist. Nicht nur die FDP, sondern auch die Grünen. Ich bin ja kein Barbar. Ich fresse niemanden. Aber, aber ja, ich bin wie bei der FDP genauso. Ich bin vor 40 Jahren habe ich mal FDP gewählt, glaube ich. Aber ich bin überhaupt kein FDP-Fresser oder Grünen-Fresser. Es geht nur darum, diese unglaubliche Naivität, die ich da sehe, in wirtschaftlichen Fragen, das geht mir unheimlich auf den Geist. Das geht mir in der Tat auf den Geist. Und man völlig naiv ist und überhaupt nicht weiß, wie die Wirtschaft funktioniert und sich dann einbildet, man könnte mit ein paar Spielchen da die Wirtschaft retten. Herr Flassbeck, vielleicht mal ganz kurz, wie würden Sie sich denn selber einordnen als Ökonom? Gibt es da einen passenden Begriff oder sind Sie undefinierbar? Ich bin Flassbeckianer, glaube ich. Ich habe bei allen Kapiteln meines Buches habe ich so kleine Untertitel gegeben und das Literaturkapitel ist überschrieben mit dem schönen Satz, den mir keiner zutrauen würde: Schumpeter ist wichtiger als Keynes. Ne? Und das ist, glaube ich, schon interessant für viele Leute, weil die denken, oh, der Flassbeck ist ja Keynesianer. Irgendeiner hat mal gesagt, ich sei ein Steinzeit-Keynesianer oder so, oder irgendwie so. War, glaube ich, ein wichtiger Mann bei den Grünen, aber ich will den Namen jetzt nicht nennen. Schumpeter, warum wichtiger? Warte, war ein wichtiger Mann bei den Grünen? Ich komme gerade nicht drauf, wen Flassbeck meint. Kreative Zerstörung. Schumpeter, das ist auch irre, ne? Der Schumpeter hat ein Buch geschrieben, Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Vor über 100 Jahren, im Jahr 1903 oder 4 oder 5, weiß ich gar nicht genau. Nee, das ist jünger. Ich gucke gleich nochmal nach, aber das ist jünger, da bin ich mir ziemlich sicher. Erschienen ist. Also unmittelbar nach der letzten Jahrhundertwende. Und das ist der einzige Versuch, das muss man sich vorstellen, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, der einzige Versuch der Ökonomen sozusagen, aus diesem Gleichgewichtsdenken rauszukommen, in eine Beschreibung der Dynamik der Wirtschaft. Das ist schon von 1911. Ich wusste gar nicht, dass das so jung war. Also das ist interessant. Wusste gar nicht, dass das so alt war. Dachte, das wäre jünger, aber vor über 100 Jahren hat Flassbeck recht. Wirtschaft zu gehen und wirklich den Unternehmer da eine Rolle zu geben. Und dieser Versuch ist kläglichst gescheitert. Ne? Der ist kläglichst gescheitert. Der Schumpeter selbst hat geglaubt, dass er hatte jetzt die Revolution da
erfunden. Und das ist auch wirklich revolutionär gewesen. Aber es ist vollkommen untergegangen. Es ist weggeputzt worden von diesem Gleichgewichtswahnsinn, der mit der, wie gesagt, mit der Realität nichts zu tun hat. Ich kann immer nur wiederholen, was ich schon auch vor 30 Jahren gesagt habe. Diese Ökonomik, die wir haben an den Universitäten heute in Deutschland und anderswo, ist ein Glasperlenspiel. Ne? Glasperlenspiel ist Hermann Hesse, ist so ein Spiel, wo sich hochintelligente Leute mit irgendwas beschäftigen, was nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat und auch nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben darf, weil das will man ja gerade nicht. Man will ja darüber stehen sozusagen über allem. Und das können wir uns nicht mehr leisten. Wir können uns das nicht leisten. Meine, diese Leute werden alle vom Staat bezahlt und spielen ihr Glasperlenspiel. Das ist jetzt eine Steilvorlage. Ich habe das gerade schon länger im Kopf. Jetzt gehen wir mal weg von den ganzen Theorien und fragen wir, was wir wollen. Sie bringen das ja auch schön auf den Punkt. Wir wollen Wachstum, wir wollen Fortschritt und wir wollen, dass die Leute mehr Geld in der Tasche haben, was dann ja auch wieder für Wachstum und Fortschritt im Zweifel sorgt und dass es allen besser geht. Sie haben es gerade schon geschrieben, die Ökonomen werden vom Staat bezahlt. Jetzt haben wir haben hier auch ein Unternehmen, das, was uns am meisten nervt und von der Arbeit abhält, das ist was? Natürlich nervige Bürokratie. Jetzt einigen wir uns mal darauf, der Staat säuft das Wasser selber, der Staat investiert wie blöd und kümmert sich wirklich um die wichtigen Sachen wie Infrastruktur, wie Energie. Also der Staat macht das, was er machen soll, was wichtig ist, und das macht er wie blöd. Und dann, Ihr bester Freund Milei, sag mal, wir schneiden alles weg, was überflüssig ist. Also wäre das eigentlich der Gamechanger, dass man sagt, man stutzt den Staat massiv zusammen? Naja, das Problem an dieser Stelle ist ja nicht, dass es Bürokratie gibt. Also jede moderne Gesellschaft produziert in irgendeiner Form Bürokratie, weil nur ohne Bürokratie ein Staatswesen nicht organisieren kannst, weil du ohne Bürokratie nicht keine Steuern eintreiben kannst beispielsweise. Aber die Frage ist, wo liegt die Bürokratie? Machen die staatlichen Behörden diese Bürokratie und die Unternehmen müssen da nur bestimmte Angaben machen, oder wälzt man diese bürokratischen Aufgaben an die Unternehmen ab? Und genau das passiert in Deutschland. Also es ist ja nicht so, dass es in Deutschland besonders viel Bürokratie geben würde im Vergleich zu anderen Ländern, sondern diese Bürokratie, die muss dann von jedem Unternehmen selber bereitgestellt werden. Also jedes Unternehmen muss zig Sachen ans Finanzamt melden, zig Formulare ausfüllen. In anderen Ländern, da macht das Finanzamt alles selbst und fordert dann von den Unternehmen bestimmte Angaben an, wenn es sie braucht. Das wäre wesentlich besser, wenn die staatliche Bürokratie so arbeiten würde. Zusammen und er macht wirklich das, was er machen soll, dann hätten wir Nachfrage, dann hätten wir eine gute Wirtschaft und dann könnten wir wahrscheinlich sogar noch die Steuern senken, dann hätten die Leute auch noch mehr Geld in der Tasche. Also ist das nicht, weil Sie haben es ja gerade selber gesagt, der Staat bezahlt viele Ökonomen, die da mit den Glasperlen spielen, also da wird doch viel zu viel Geld verprasst, oder? Ja, aber das ist komischerweise, die Ökonomen sind wieder die Vordenker von Herrn Milei, ne? Also Vorsicht, muss man vorsichtig sein, das sind die Vordenker von Herrn Milei. Der hat sogar gesagt, der hat einen schönen Satz gesagt, Milei, muss man nochmal sagen, der argentinische Präsident, ne? Ein super liberaler, radikal-liberaler, Libertärer, der hat gesagt, ich kann ja gar nicht falsch liegen mit meiner Wirtschaftspolitik, weil ich mache ja nur das, was in den Lehrbüchern steht. Leider macht er das, was in den falschen Lehrbüchern steht, würde ich mal dazu sagen. Nein, so. Ja, in den Lehrbüchern, die an allen wichtigen Universitäten dieser Welt gelehrt werden. Also, oder was heißt an allen wichtigen? In Deutschland wahrscheinlich an allen, wenn du VWL studierst. Also da gibt es ja eigentlich kein alternatives Angebot. Die Inflation hat er runterbekommen. Das hat ja zumindest funktioniert. Die Wirtschaft stürzt. Also was erzähle ich hier? Ich bin immer noch zu stark in Deutschland. Nicht energieintensiv, die gesamte Industrie, die argentinische Industrie, ist um mehr als 10% abgestürzt im Vorjahresvergleich. Schon seit mehreren Monaten. Das ist ein einziges Desaster, was Milei da anrichtet. Die Einkommen der Argentinier sind auch extrem stark gesunken. Die Armut ist von 40% auf 60% hochgegangen. Also ein einziges Desaster, was er anrichtet. Die Bevölkerung verarmt. Und weil die Bevölkerung verarmt und sich die Güter nicht mehr leisten kann, deswegen sagen die Firmen jetzt, okay, wir kriegen unsere Produkte hier nicht mehr verkauft, jetzt können wir die Preise nicht mehr so erhöhen. Deswegen ist die Inflation gesunken. Also das ist jetzt keine Leistung, was Milei da geschafft hat. Also wenn du alles kurz und klein schlägst, die Bevölkerung verarmst und die sich die Güter nicht mehr leisten kann, die Wirtschaft um 10% einbricht, was passiert dann wohl? Ja, dann hast du halt eine geringere Inflation. Weil wenn niemand mehr die Produkte kaufen kann, dann senken die Firmen eben die Preise. Bitte? Mit? Die Inflation zumindest... Naja, ich kann das nicht im Einzelnen nachvollziehen. Die Zahlen sind ein bisschen runtergegangen, aber das mit Inflationsbekämpfung hat das noch nichts zu tun. Aber darüber können wir in einem Jahr nochmal reden, dann werden wir sehen. Ich glaube, dass Milei es schaffen wird, die Inflation zu bekämpfen.
Also würde mich sehr wundern, wenn er das nicht schaffen würde. Denn wie gesagt, wenn du die Bevölkerung verarmst, wenn die Leute sich nichts mehr leisten können, ja, dann müssen die Firmen die Preise senken. Das ist ein relativ einfacher Zusammenhang. Also genau das passiert da in Argentinien gerade. Sehen, dass er gescheitert ist. Er wird scheitern, hundertprozentig. Nein, es ist nicht so einfach. Das ist eben auch. Ja, er wird aber nicht scheitern, weil er die Inflation nicht bekämpft bekommt, sondern er wird scheitern, weil er mit seiner Politik die Wirtschaft gegen die Wand fährt. Es ist egal, ob du eine Inflation von 10% oder von 50% hast, wenn deine Wirtschaft um 10% schrumpft, ist das immer eine Katastrophe. Egal, ob du die Inflation unter Kontrolle bekommen hast oder nicht. Also das ist ein Desaster und dafür wirst du irgendwann abserviert. Sei es, weil die Bevölkerung dich abwählt oder weil deine Verbündeten dich irgendwann im Stich lassen. Also sowas geht nicht lange gut. Also ein. Also beziehungsweise der IWF deckt das Ganze, das heißt, an Geld kommt Argentinien noch. Also ist ja nicht so, dass hier die Finanzmärkte sagen würden, Milei macht alles richtig, sondern der IWF, der starke ideologische Prägung hat in die Richtung, der sagt, okay, Milei, wir unterstützen das, was du hier machst. Du willst ja noch radikalere Sparmaßnahmen, als wir von dir fordern. Also das Ganze wird auch mit enormen institutionellen Geldern unterstützt, Geldern, die den peronistischen Vorgängerregierungen immer gefehlt haben. Also die haben sich ja mit dem IWF regelmäßig angelegt und haben deswegen eben nicht so großzügig Gelder erhalten, sondern ganz im Gegenteil. Schulmädchenrezept, sage ich mal. Koch, ne, wie sagt man, ne? Koch, Milchmädchenrechnung. Kochbuch, Milchmädchen, ach nicht Schulmädchen, Milchmädchenrezept, Ja. ja. Okay. Egal. Nein, denn gut, Bürokratie abzubauen ist immer gut. Nur es wird seit 50 Jahren versucht, es funktioniert einfach nicht. Man kann man sich auf den Kopf stellen. Der Kohl hat das schon gemacht wie verrückt. Der hat Kommissionen eingesetzt in Massen. Und dann hat man den Stoiber nach Europa geholt, um Bürokratie abzubauen. Das funktioniert alles nicht. Das will ich gar nicht sagen, dass es nicht hilfreich wäre. Und gerade für Unternehmen ist das ein furchtbarer Wust. Das will ich auch überhaupt nicht bestreiten. Aber daran hängt nicht die Wirtschaft wirklich, ne? Die Wirtschaft hängt immer am Gelde, am Geld ausgeben und auch nicht Geld ausgeben. Daran hängt die Wirtschaft in erster Linie. Und wenn das Unternehmen läuft und dann, gut, dann macht man diese scheiß Steuer und was man sonst noch an Bürokratie zu machen hat, macht man nebenher oder man stellt sich einen ein, weil man da Geld genug hat, der es voll die ganze Zeit machen kann und man macht sich keinen Kopf mehr damit. Also das ist nicht das, was die Wirtschaft am Leben hält. Was wir brauchen, ich sage es nochmal, ist Dynamik. Ne? Nun, Wachstumsdynamik ist ja ein verrufenes Wort, darf man ja eigentlich nicht mehr sagen. Aber wir brauchen trotzdem eine dynamische Entwicklung. Ne? Und das ist schon wieder, wir brauchen eine dynamische Entwicklung, die durchaus von Unternehmern vorangetrieben wird, aber der Unternehmer bekämpft den Klimawandel nicht und der Unternehmer macht auch sonst keine intelligenten Lösungen für die Ja, durch Infrastruktur. Innovation vielleicht schon. Nein, doch, der macht ganz viel, ja, Innovation auch, aber nicht für die Infrastruktur und nicht für die wirklich übergeordneten Dinge. Das ist Ja, das kein soll ja der Unternehmen. Staat machen. Da sind wir uns ja Das muss er noch, machen, glaube ja, ich, und alle einig. deswegen. Ja, aber genau. Und deswegen, dafür brauchen wir aber nicht einen größeren Staat oder einen kleineren Staat. Wir brauchen einen intelligenteren Staat. Darauf kommt es an. Unser System versagt, weil der Selektionsprozess an der Spitze der Parteien, davon bin ich fest von überzeugt, der funktioniert nicht. Denn der wählt Leute aus, die nichts gelernt haben, die nichts mit dem zu tun haben, was sie da tun, die einfach auf irgendein Pöstchen gesetzt werden und sagt, jetzt mach mal. Und das geht nicht. Das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen. Das kann nicht funktionieren. An der Spitze eines großen Ministeriums, Wirtschafts- oder Finanzministerium in Berlin, kann nicht jemand sitzen, der so irgendwie dahingefallen ist und sein ganzes Leben nichts damit zu tun hat. Das kann nicht funktionieren. Es muss jemand sein, der wirklich hundertprozentig dahinter steht, der Jahrzehnte Erfahrung hat in diesem Bereich und der sich zudem auch noch Leute nimmt, die diese Erfahrung mitbringen und die höchste Expertise, die man sich überhaupt denken kann. Ja, und das Problem, wie lösen wir das? Das wird wahrscheinlich schwierig, oder? Also das Ja, ist das ist, ja. weiß ich auch nicht. Gibt keine einfachen Lösungen für. Wir müssen nur, wofür ich kämpfe, ich kann das immer nur wieder sagen, ich habe es auch am Ende meines letzten Artikels da geschrieben, wir müssen dafür kämpfen, dass es genügend Menschen gibt, die wenigstens die absolut zwingenden Zusammenhänge wie zwischen Sparen und Schulden verstehen, sehen und verbreiten, damit wir einfach eine breite Diskussion kriegen. Es gibt ja keine Diskussion, ne? Herr Lindner, es ist nur Zufall, weil ich jetzt zufällig gesehen habe, ein blödes Interview im ZDF mit Lindner von einem Journalisten, der keine Ahnung hat, offensichtlich nichts weiß,
redet eine halbe Stunde mit Herrn Lindner über den aktuellen Haushaltsfrage, ob jetzt 5 Milliarden hier oder 5 Milliarden da und ob das jetzt Streit gibt in der Koalition. Das ist alles Pipifax. Das hat alles mit der Realität, mit der Welt nichts zu tun. Warum fragt er nicht, Herr Lindner, haben Sie mal über Schulden nachgedacht? Was sind staatliche Schulden? Wozu braucht man Schulden in einer Marktwirtschaft? Wie kann man sparen, ohne Schulden zu machen in einer Marktwirtschaft? Der Lindner sagt den witzigen Satz, ne? Der sagt sogar in diesem Interview, ich gucke mir nie sowas an, aber ich habe es durch Zufall gesehen und dachte, jetzt höre ich mir mit diesem Quatsch an. Der Lindner sagt sogar, ja, der Staat muss ja Zinsen zahlen auf seine Schulden. Und das sei ja ganz gefährlich. Ja, wer kriegt denn die Zinsen vom Herrn Lindner? Wer ist denn das? Das sind ja vielleicht die Sparer. Die Sparer wollen ja. Ja, das sind die Banken, das sind die Versicherungen, die Staatsanleihen halten bzw. halten müssen. Das sind die großen Anleger. Auch Zinsen bekommen. Woher sollen sie denn kriegen, wenn es keinen Schuldner gibt, der Zinsen bezahlt? Das ist doch nichts Gefährliches, wenn der Staat Zinsen bezahlt, dann zahlt er Zinsen und dann kriegen die Sparer Zinsen. Aber auf so eine Idee würde ein Journalist in Deutschland ja niemals kommen, mal zu fragen, ja, was ist denn mit den Sparern, wenn niemand Zinsen zahlen will, wenn Herr Lindner keine Zinsen zahlen will und die Unternehmen wollen auch keine Zinsen zahlen, weil sie sind ja auch Sparer, wer soll denn eigentlich die Zinsen zahlen für die Sparer, ne? Vor allem, dass die Zinsen so hoch sind, ist ja eine politische Entscheidung. Die wurden von der EZB angehoben. Auch auf Druck von Deutschland hin, auch auf Druck von Isabel Schnabel, die für alle Zinserhöhungen war. Also man kann da jetzt nicht sagen, die Zinsen sind magisch gestiegen, damit hat der deutsche Staat nichts zu tun, das sind Bedingungen, an die man sich anpassen müsste. Nee, die deutsche Bundesregierung hat diese Zinsanstiege absichtlich gepusht. Sie ist schuld an den höheren Kosten, die der deutsche Staat jetzt hat. Und in Kombination mit der Schuldenbremse ist sie damit schuld daran, dass ihre eigenen haushaltspolitischen Spielräume immer weiter eingeschränkt werden. Da bin ich bei Ihnen. Jetzt haben wir nur wieder ein Problem. Gut, die Schuldenbremse ist ja nicht vom Lindner, sondern die gibt es ja schon länger und die müsste man ja erstmal außer Kraft setzen. Nehmen wir mal an, das passiert, dann werden neue Schulden gemacht. Jetzt sind wir aber wieder bei denen, was Sie gerade beschrieben haben, die so ins Ministerium reingefallen sind. Glauben Sie dann wirklich, dass die Schulden da hinbuxieren, wo sie hin müssen, oder dass dann wieder für irgendeinen, um es mit Ihren Worten zu sagen, für irgendeinen unfähigen Ökonomen ausgegeben wird? Also das Geld landet doch dann im Zweifel nicht zu 100% da, wo es hin muss. Ja, nein, das ist, dazu müssten wir wirklich geniale Politiker haben, die wir nicht haben und noch nicht bekommen. Und da muss man sich keine Illusionen machen. Aber es ist wichtig, man sieht das in dem amerikanischen Inflation Reduction Act. Warum können die Amerikaner das, ne? Warum können die das? Weil die eine intelligente Bürokratie haben. Weil in Amerika zum Beispiel, das finde ich ganz, ganz wichtig, weil es eine große Transparenz gibt zwischen Bürokratie und Wirtschaft und die Leute gehen hin und her und vor und zurück und haben alle Möglichkeiten, überall wieder reinzukommen. Wenn hier einer mal Beamter ist, ist er Beamter. Und wenn er nicht mehr Beamter ist, dann geht er in Rente. Das ist alles völliger Quatsch. Ne? Man muss da viel mehr Flexibilität schaffen und dann kriegt man auch eine intelligente Bürokratie, die das hinkriegt. Warum soll das Europa nicht hinkriegen? Wir sind nur falsch. Wir gehen auch grundsätzlich von den falschen Vorurteilen aus. Ne? Wir haben uns, und das ist natürlich unter starkem deutschen Einfluss, eine Welt gebastelt, die mit dem Gleichgewichtswelt der Ökonomen zu tun hat, die aber nicht mit der Wirklichkeit zu tun hat. Ne? Das gilt für die Vorstellung, die Geldpolitik macht alles ganz, macht nur Inflation, hat mit dem Rest der Welt nichts zu tun. Das gilt für die Schulden und das gilt für vieles andere. Und davon müssen wir runter. Die Amerikaner sind einfach 1000-mal pragmatischer als wir und kriegen das immer wieder hin. Und wir, Europa, fällt hinten runter. Und das müssten wir doch, wenigstens diesen kleinen Sprung müssen wir mal schaffen, dass wir wenigstens so pragmatisch werden wie die Amerikaner und sagen, auf Teufel komm raus, wir müssen jetzt hier mehr Dynamik in die Wirtschaft kriegen. Dann haben wir eigentlich da die Krux, glaube ich, wo wir uns darauf einigen können, wo wir genauer hinschauen müssten. Ist auch wichtig, Leute, ja, dass wir darüber diskutieren. Genau dafür machen wir das ja hier. Wir sind auch sehr gespannt auf eure Kommentare. Gerne das Video liken und auch gerne mal teilen. Ja, wir brauchen, glaube ich, viel mehr Diskussionen über Wirtschaft und ich glaube, wir können uns alle... Definitiv. Kann ich mich nur anschließen. Ich hätte das gerne so, dass auch auf Twitch hier, wo wir hier solche Reaktionsvideos machen, die eigentlich relativ banal sind, dass da mehr über solche wirtschaftlichen Themen geredet werden würde. Dass dann mehr Leute auf Heiner Flassbeck reagieren würden und weniger Leute auf irgendwelche komischen Beefs um Schuljoko oder was da sonst noch alles für komische Sachen laufen. Brauchen definitiv mehr Diskussionen und nicht mal im akademischen Bereich, in der breiten Gesellschaft. Wirtschaftspolitik ist ein Thema, das uns alle angeht. Also zu sagen, ich interessiere mich nicht für Wirtschaftspolitik, heißt, ich interessiere mich nicht fürs Gesundheitssystem, ich interessiere mich nicht für meine spätere Rente, ich interessiere mich nicht dafür, ob ich einen Arbeitsplatz habe und wie hoch der Lohn sein wird. Das heißt, ich interessiere mich nicht für Wirtschaftspolitik. Also das kann eigentlich keiner von sich selbst sagen, der noch halbwegs bei Verstand ist.
alle einigen. Ich spreche hier auch mit vielen unterschiedlichen Ökonomen, aber dass wir Wirtschaftswachstum brauchen, ich glaube, das hat auf jeden Fall noch keiner bestritten. Ich glaube, das ist auf jeden Fall das Ziel und wir müssen gucken, wie wir da hinkommen. Lassen Sie uns langsam zum Ende kommen, Herr Flassbeck, noch kurz die USA, die Wahl. Es wird ja viel diskutiert, es ist sehr gespalten. Die einen sagen, ja, Harris ist gut, die anderen sagen, Trump ist gut und dazwischen gibt es irgendwie wenig. Wie würden Sie sich entscheiden, wenn wir jetzt mal vor allem auf die wirtschaftlichen Auswirkungen schauen? Ja, also über die Wirtschaft, über Harris und Wirtschaft weiß ich überhaupt nichts. Also da gibt es auch nichts, da ist Vakuum. Also ich habe da nichts gefunden, ich habe tatsächlich mal gesucht. Da ist nichts, man weiß nichts, was sie im Bereich Wirtschaft machen will. Auch ihr neuer Vize ist ja wirtschaftlich wohl ziemlich unbedarft. Wie ich das jetzt gelesen habe, kann ich aber nicht beurteilen. Gut, dann läuft es im Zweifel so weiter wie jetzt, oder? Dann werden die machen so weiter wie jetzt, natürlich. Die machen so weiter wie jetzt. Sie haben, ich habe das auch schon mal gesagt, die haben immerhin eine hochintelligente Finanzministerin. Janet Yellen ist Welten entfernt von allen übrigen Finanzministern in G7 oder G20, vom Intellekt her, von ihrem Wissen über Wirtschaft. Und das ist ja immerhin schon was Gutes, ne? Also das wäre zum Beispiel was weitergeht. Wenn Trump dann kommt, wird es inneramerikanisch, glaube ich, sich nicht sehr viel ändern. Es hat sich auch das letzte Mal nicht so sehr viel geändert. Was er machen wird, er wird mehr wieder auf die Welt gucken und wird die Welt beschimpfen, die Chinesen, aber auch die Deutschen, ne? Es kommt ja, um diese kleinen Geschichten noch zu erzählen, sein wichtigster wirtschaftspolitischer Berater ist Peter Navarro. Der hat jetzt 4 Monate im Gefängnis gesessen, weil er irgendwelche Unterlagen nicht rausgegeben hat. Der ist aber danach sofort auf dem Demokratischen Parteitag aufgetreten und hat gesagt, was Sache ist. Und der wird weiter von Trump unterstützt und Trump wird ihn wahrscheinlich wieder als Handelsbeauftragten einstellen. Der ist einer, der sagt, es geht nicht so weiter mit den Ungleichgewichten im Handel in der Welt. Ja, da hat Peter Navarro völlig recht. Also das ist ziemlich gut, wenn Trump, so wie er man ernennen würde, wenn der diese Position wirklich universal vertreten würde. Also ich halte es für wahrscheinlicher, dass man diese Position vor allem gegenüber China vertreten wird, obwohl Chinas Leistungsbilanzüberschuss relativ gering ist, wird man da sagen, nee, was ihr da macht, das geht gar nicht. Aber was die Europäer machen, ja, finden wir auch nicht gut, aber kümmern wir uns jetzt nicht drum. Oder was die Japaner machen oder alle möglichen anderen Industrieländer, die massivst Leistungsbilanzüberschüsse fahren und damit die globale Finanzstabilität gefährden und bestimmt Regionen deindustrialisieren. Aber ich gehe davon aus, dass man einfach aus geopolitischen Gründen vor allem gegen China gehen wird, obwohl es daraus auch aus rein sachlicher Sicht, wenn es jetzt wirklich nur darum ging, Ungleichgewichte abzubauen, da am wenigsten Grund dazu gäbe. Dankeschön an Gartenfighter für das vorgenommene Abonnement. Das ist nicht verkehrt, ne? Und dann ist aber Deutschland auf der Zielscheibe, ne? Deutschland ist ja ganz klar auf der Zielscheibe, denn der deutsche Ungleichgewicht ist ja viel größer als das chinesische, wenn man das mal global betrachtet, also insgesamt betrachtet. Und da taucht wieder eine große Gefahr auf. Ansonsten, man. Also anhand von Zöllen und Co. Also das ist ja, ja da ist naja, ja, klar, ne, da passiert ja jetzt schon einiges. Das ist, wie gefährlich ja, klar, ist das natürlich, eigentlich? Also, natürlich, die Amerikaner, ja, aber die Amerikaner haben seit, man kann schon gar nicht mehr sagen, wie lange, 30, 40 Jahren, jedes Jahr ein gewaltiges Leistungsbilanzdefizit, ne? Und das sagen Trump und Co. sagen zu Recht, warum müssen wir als Einzige hier ein riesiges Defizit haben? Die anderen machen sie in Schlangenfuß und exportieren immer in die USA. Und das wird bei uns als Merkantilismus bezeichnet, ne? Das ist Antimerkantilismus. Wir sind die Merkantilisten und die werden uns dafür angreifen. Aber das ist nur ein Aspekt. Im Übrigen wird Trump in Sachen Schulden, Staatsschulden genauso pragmatisch sein wie jetzt die Demokraten. Das war er vorher auch. Das heißt, er wird Geld ausgeben bis auf Teufel komm raus, damit die Wirtschaft läuft. Also da sehe ich jetzt innenpolitisch nicht den großen Weltuntergang kommen. Ich finde auch, man sollte Trump jetzt nicht, ich bin wirklich kein Trump-Freund, also um Gottes Willen, aber man sollte ihn jetzt auch nicht verteufeln und zum Teufel malen. Er wird wahrscheinlich gewinnen und wir sollten vorsichtig sein und darauf einstellen, dass wir mit ihm umgehen können. Also ich schätze, dass er gewinnt. Und deswegen müssen wir da vorsichtig sein. In Sachen Außenpolitik wird man sehen. Er spuckt ja große Töne in Sachen Ukraine und so weiter. Was vergessen wird und was ich schätze tatsächlich an Trump ist, er ist kein Krieger, ne? Er ist keiner, der Kriege führt. Er hat nichts gemacht und er ist ein Händler, ein Dealer. Er macht Deals, aber er führt keine Kriege. Er macht auch keine Drohnenkriege gegen den Rest der Welt oder so. Also, da ist er völlig anders als die jetzt herrschende Regierung oder auch die Regierung Obama vorher.
Insofern, Trump ist sicher nicht das, was man sich wünscht als amerikanischen Präsidenten, aber ich muss sagen, die Demokraten haben mich auch extrem enttäuscht unter Biden und insofern, so what. Was hätten Sie da mehr erwartet? Weil eigentlich machen Sie ja viel richtig, oder? Mehr also zumindest wurde viel ausgegeben, so viel investiert. Nein, die Amerikaner, nein, die haben, um das, ja, kann ich gerne mal erklären. Das ist dieser Neocon-Approach. Der Neocon-Approach heißt, USA müssen die stärkste Macht der Welt bleiben und dürfen niemals von China zum Beispiel überholt werden. Und diese ganze Aggression gegenüber China, die finde ich fundamental falsch. Ne? Die fand ich, und Deutschland hat das ja mitgemacht. Deutschland ist sofort dabei. Wir schicken ja sofort Kanonenboote in den Pazifik, um zu zeigen, wie stark wir sind, dass wir die Chinesen niederringen oder so. Wir haben auch mit Taiwan, warum mischen wir uns mit Taiwan an? Das geht uns nichts an. Nichts. Und es geht auch die Amerikaner nichts an. Das sollen die unter sich ausmachen. Und die werden das auch ausmachen unter sich und friedlich ausmachen. Da bin ich fest von überzeugt. Aber je mehr wir hier mit dem Säbel rasseln, umso mehr muss China ja aufrüsten. Warum hat China, ich kenne wirklich China sehr gut, ich war sehr oft dort und habe mit den Regierungen sogar geredet. China hat in den letzten 20 Jahren so extrem aufgerüstet und sich so stark gemacht. Warum? Weil sie dauernd unter dem Druck der Amerikaner waren, wo die Amerikaner ihnen gesagt haben, wo es lang geht und dass sie bloß nicht stärker werden sollen als die USA. China wird stärker werden als die USA. Da können sich diese Neocons auf den Kopf stellen. Aber daraus eine weltweite Aktion zu machen, die heißt immer gegen China, immer gegen China und alle unsere Verbündeten müssen mitmachen, das war ein unglaublicher Fehler. Ja, hat bei der Sowjetunion funktioniert und jetzt macht man es halt gegen China genauso. Also das ist bei jeder Weltmacht so, dass sie den Aufstieg einer neuen Macht verhindern will. Notwendiger, also falls notwendig ist, sogar durch Krieg. Naja, sind keine guten Aussichten, aber in dem Sinne war das wirklich ein interessantes Interview. Finde ich gut, dass hier auf dem Kanal Heiner Flassbeck zu Wort kommt. Ich glaube, ich weiß nicht, war das Mario Lochner oder nicht? Ich glaube, das war Mission Money, wo sogar Maurice Höfgen mal zu Gast war. Also das finde ich an diesen Finanzkanälen immer gut, dass da durchaus auch keynesianische Stimmen zu Wort kommen. Das ist ja in vielen Teilen der alternativen Medien häufig nicht so, aber das ist wirklich das, was ich an diesen Finanzkanälen am meisten mag, dass die da wirklich mit allen reden. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.